gehen einfach in den Laden und ihr guckt und dann sagst du, das will ich. Und dann sage ich, ja, das nimmst du. Oha. Und wenn du dann noch was willst, sage ich auch ja. Und wenn du noch was willst, sage ich wieder ja. Oha. Bis du nichts mehr willst. Und vielleicht willst du für immer. Dann nimm ich den ganzen Jahr. Ja. Den ganzen Jahr. Katja Krasavice merkt, sie hat die richtige Wahl getroffen und macht Mutter Mandy schon vor der großen Shoppingtour ein unglaubliches Geschenk. Sie ist alleinerziehende Mutter, bezieht Hartz IV und hat Mietschulden. Weil alles teurer wird, stehen die Weihnachtsgeschenke für die vier Töchter Melia, Emilia, Mia und Mailin auf der Kippe. Sie übernimmt nicht nur die Mietschulden in Höhe von 1.400 Euro. Dann schicke ich dir noch von mir als Weihnachtsgeschenk 3.000 Euro rüber. In der Europapassage Hamburg werden so jetzt Kinderträume wahr. Let's go! Wir rennen jetzt hier durch den Laden und machen alles rein, was wir wollen, dann kommen wir zurück. Dann sag ich mal. Das habe ich mir immer gewünscht. Ich kann das gar nicht glauben. Jemand eigentlich Fremdes hilft einem so doll, aber es ist ein unglaublich schönes Gefühl. Aber das war noch nicht alles. In einem Klamottenladen gibt es die versprochene Winterkleidung. Oh, wie cool. Auch schöne Mütze. Komm mal rein. Die Mütze auch. Die hält dich warm. Das sieht aus wie meine. Ganz so eine Jacke. Stylisch. Gott sei Dank hast du so viel. Danke. Nicht nur die Kinder sind überglücklich. Katja hat ihren treuen Fans endlich etwas zurückgegeben. Und das ist für die Rapperin unbezahlbar. Es ist einfach das, was ich immer machen wollte. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, anderen Menschen zu helfen. Und vor allem dann noch in der Weihnachtszeit, wo es halt einfach auch traurig ist, wenn man nicht alles holen kann, was man möchte. Und Katja verspricht, das wird nicht die letzte Aktion gewesen sein.